Riesenfreude über einen großen Erfolg. Die Damen der Wasserfreunde Spandau 04 ziehen gegen den siebenmaligen deutschen Meister aus Uerdingen in das Final Four Turnier des DSV-Pokal ein. Mit Vollgas gestartet und haben Bayer gezeigt, dass es heute hier nichts zu holen gibt und sind dadurch jetzt im Final Four zum Pokal. Wir freuen uns sehr auf das Pokalfinale und Düsseldorf, wir kommen. Es war ja bereits die dritte Begegnung in wenigen Wochen. Schon am 9. und am 24. Februar trafen die Teams in der deutschen Wasserballliga aufeinander. Beide Male verließen die Wasserfreunde das Becken als Gewinner. Es ging auch diesmal wieder gut los, richtig gut sogar. Nicht lange dauerte es, bis Kana Uzoya die Gastgeberinnen mit zwei Treffern in Führung brachte. Nach knapp 5 Minuten konnte Gesa Delke dann zwar den 2:1 Anschlusstreffer erzielen, es blieb für die Gäste jedoch der einzige in der ersten Halbzeit. Unsere starke Torfrau Victoria Chamorro hat dazu sehr beigetragen, hat auch 1:0 Bälle gehalten von Bayer Uerdingen. Diesem Mix aus eisenharter Abwehr und schnellem Konterspiel konnten die Damen aus Uerdingen auch diesmal nichts entgegensetzen. Trainer Markus Stamm war also rundum zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft, die hier gleich in der ersten Hälfte ein Zeichen setzte. Und was für eins zur Pause, dieses verdient Höre und Staune 8:1 für Spandau 04. Das war auch im Gegensatz zum Spiel letzte Woche anders. Letzte Woche haben wir die erste Halbzeit ein bisschen zu hektisch gespielt, ein bisschen verschlafen. Haben nur mit einem Tor zur Halbzeit geführt und erst dann unseren Vorsprung ausgebaut. Und das haben wir jetzt in diesem Spiel viel besser gemacht. Nach dem Seitenwechsel kamen dann auch die Gäste aus Uerdingen langsam ins Spiel. Sie versuchten im dritten Viertel noch einmal Druck aufzubauen, aber konnten den Spielstand nicht mehr ernsthaft verkürzen. 13:6 stand es dann nach dem dritten Viertel. Im letzten Abschnitt zogen die Wasserfreunde dann endgültig weg. 18:8. Der Endstand im Viertelfinale des DSV-Pokals. Damit stehen die Wasserfreundinnen, ja, so kann man ja sagen, also im Final Four. Ein großer Erfolg, ein Riesentriumph für das doch noch so junge Team. Darauf freuen wir uns sehr, dass am 1. Mai-Wochenende und es ist das erste Mal in der Vereinsgeschichte für die Frauen, dass wir zum Final Four fahren. Das ist für uns eine sehr große Ehre. Die Damen der Wasserfreunde ziehen also mit den Herren gleich, die bereits am Vortag in Uerdingen ihr Ticket für Düsseldorf lösen konnten. Ihre Konkurrentinnen allerdings nicht von Pappe. Die haben es in sich. Waspo Hannover, der ETV Hamburg sowie der SV Nika Heidelberg. Aber es ist nicht ausgeschlossen. Keine Frage. Das ist dann auch in Düsseldorf im Mai wieder eine Riesenfreude über dann einen riesigen Erfolg zu erleben.